So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 mit mir, dem Endking, ja. Wir haben wieder Unterstützung dabei. Hallo. Hallo. Muss auch schon sagen, wer du bist. Echt? Okay, dann ich bin Chris, das Grafenkind auch genannt. Ja gut. Für euch denn gefreut. Ja, er hilft mir dann hier bei den Drachen. Ja. Wir sind in der Burg. In der letzten Folge haben wir dann mit den Drachenjägern gesprochen, die am Pass warten und sie auf die Drachen stürzen wollen, aber wir wollen erstmal mit den Paladinen hier drin sprechen, ne? Und außerdem sind hier auch noch ein paar Drachenjäger in der Burg. Und ja, Biff haben wir jetzt erstmal links liegen gelassen, haben uns hier rein teleportiert, wo Biff bleibt. Egal. Finden den wahrscheinlich irgendwo wieder. Okay, mit Kerolot reden wir erstmal. Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Was ist passiert? Die Drachenjäger machen sich hier in der Burg bereit und prahlen, damit das Drachenproblem lösen zu können. Aber ich sag dir was, die töten noch nicht mal einen alten, kranken Snapper, so wie die aussehen. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht wieder. Oh je. Innos, steh uns bei. Ja, das ist hört sich traurig an. Will den nochmal wiedersehen? Ach Quatsch. Wie, ach Quatsch? Das ist traurig. Ja, da steht das doch durch. Ist doch Diener Innos. Ja, klar. Innos gibt mir die Kraft, so und so. Dreimal in 5 Minuten zu kommen oder was weiß ich. Okay, ja. Wir reden erstmal mit Rheton. Okay, das war ein doofes Beispiel. So, Rheton ist auch ein Drachenjäger. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bereite mich auf einen Kampf vor. Was sonst? Ja, das sieht man. Er sitzt einfach nur rum. Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei den Paladinen vorbei und trete ihnen in ihre fetten Ärsche. Idiot, na. Gegen die Drachen natürlich. Was hast du denn gedacht? Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn. Die haben ganz andere Probleme. Die meisten sind froh, dass sie noch leben. Mit der Moral der Jungs steht es nicht zum Besten. Das wird noch ihr Untergang sein. Ich meine, schau dir doch mal die schartigen Klingen an, mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen. Jeder vernünftige Krieger würde da doch sofort desertieren. Oh. Hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Ich habe keine Gruppe. Ich bin Trophäensammler. Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe, dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin. Da kann ich keinen anderen gebrauchen. Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein. Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen. Ah, oh, hast du keine Angst, dass dir jemand zuvorkommt? Hast du keine Angst, dass dir jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Ich? Silvio! Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt. Silvio war hier? Silvio war hier? Hier in der Burg, meinst du? Ja, war er. Aber nur kurz. Hat ein paar Takte mit den Leuten hier gesprochen und ist dann wieder losgezogen. Wo ist Silvio jetzt? Wo ist Silvio jetzt? Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen. Er soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein. Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte. Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist. Tja, du scheinst ihn nicht zu mögen. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Was heißt mögen? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen. Silvio hat keine Freunde. Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen. Das ist nichts für mich. Ich arbeite allein. Okay, dann denke ich mal, was ist das? Kannst du mir helfen, meine Waffe zu verbessern? Was ist das für eine Option? Kannst du mir helfen, meine Waffen zu verbessern? Verbessern? Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst. Vielleicht habe ich da etwas für dich. Interessiert? Was kannst du mir verkaufen? Mann, bin ich runtergekommen. Jetzt verkaufe ich meine Waffen schon an einem Paladin. Tja. Berserker-Axt, boah. Schaden 200, benötigte Stärke 170. Oh je, die kann ich aber alle nicht tragen. Ja, hast du da nicht was für dich?
Nee, ich hab nur. Ich hab ne. Keine. Keine Würde würde ich tragen können, weil ich zu wenig Stärke hab. Ich hab nur. 69. Egal. So, reden wir. Wir haben mit Kerolot auch ein Paladin hier. Du machst so ein langes Gesicht. Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sag ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Welches Pack? Welches Pack? Dieses Lumpengesindel von Drachenjägern natürlich. Was hast du denn gedacht, wovon ich rede? Aufpassen musst du, sag ich dir. Ja, hat man dich bestohlen, oder was? Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben ja 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Was fehlt dir denn? Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Oh je. Dann wollen wir doch mal uns auf die Suche machen nach seinem Beutel oder was immer. Mhm. Oh, Tandor. Was hat der? Hat der irgendwas für uns? Na du? Hast du Neuigkeiten? Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind angekommen. Sie wirken auf mich wie zähe Hunde. Und ich hoffe, das sind sie, denn sonst werden sie nicht lange überleben. Hm, na gut. Oh, hier ist ja gar keiner in der Schmiede. Wie schade ist das denn? Ja, der Tandor freut sich über die Unterstützung der Drachenjäger, ne? Hm, und hier steht, hier liegt Kerolots Lederbeutel. Ah, wir haben ihn gefunden. Haha, und was mal. Oh, hier stehen Drachenjäger. Wollen wir mit denen mal reden? Habt ihr den da hingelegt? War eine Riesenschnapsidee, hierher zu kommen. Ich dachte, hier gibt's was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladin und Orks. Wo? Du hast die Drachen vergessen. Du hast die Drachen vergessen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sag dir mal was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Ich stelle Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Du gehörst doch auch zu dem Verein. Du könntest eigentlich mal ein gutes Wort für mich einlegen. Hm, ich werde versuchen, ja, dir zu helfen. Warum nicht? No. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wie willst du das denn erreichen? Parsival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört. Wo kommst du her? Ich habe mich ein paar Männern aus den Bergen angeschlossen. Wir wollten ins Tal und bei der Drachenjagd richtig Gewinn machen. Ihr Anführer hieß Silvio. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein Eigentum. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Ja, die sieht wirklich zermanscht aus, die Landschaft davor. Ja, mit dem alten Ring ist nichts mehr, mit dem Äußeren da. Ja, genau. Oh, hier ist noch einer, der knabbert sich hier die ganze Zeit Käse. Feros heißt er. Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Ihr Paladine habt versagt, wenn du mich fragst. Was? Du kommst vom Westland mit einem Schiff oder was? Wow. Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Weißt du noch mehr über den Krieg? Schon lange nicht mehr bei deinem König gewesen, was? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Boah. Ich glaube aber nicht daran. Was machst du hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Was kriege ich, wenn ich dir ein gutes Schwert besorge?
Ich kann dir leider nichts geben. Ich habe mein letztes Geld für das Schwert ausgegeben. Na gut, dann wollen wir das deine Schwert mal irgendwann finden wir das Schwert natürlich irgendwann. Okay, ein Kerolot, wir haben deinen Beutel gefunden. Hey. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Der lag einfach nur rum, du Depp. Er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Vielleicht aus dir. Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht. Das werde ich noch rauskriegen. Boah. Hat der viel wieder... Drachezug. Gleich meuchelt der alle. Ah, wen haben wir denn hier? Korn. Nee, nur Angar. Angar. Na du, altes Haus. Wer kennt den alten Typen hier aus dem... Klassik 1. Ja, aus Sumpflager. Der Bruderschaft. Genau. Kenne ich dich nicht? Du bist Kor Angar. Du warst Templer im Sumpflager. Nenn mich Angar. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Seltsam. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Ich bin tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Oh je. Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Ich habe etwas von Drachen gehört. Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen. Ich denke darüber nach, mich ihnen anzuschließen. Du solltest dich lieber hinlegen, du siehst gar nicht gut aus. Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Oh je, das hört sich ja schrecklich an. Okay, für die aber nicht... Aber nur fast alle. Du kannst ja mal erzählen, was passiert ist mit denen. Achso, meinst du mich? Ja, ich meine dich. Okay, nach dem Fall der Barriere. Der Lester finden wir ja bei Xalas Turm. Hm. Einen finden wir ja bei Yakendar, bei den Banditen. Ja, Fortuno, genau. Ja. Genau, und ansonsten nur noch den Kor Angar, der Rest. Ja, ich meine, was mit den anderen passiert ist. Achso. Willst du nicht sagen? Okay, ich kann es einmal sagen. Die Suchenden, die haben so schöne Tätowierungen, wenn man ihnen die Rüstung abnimmt. Tja, die sind alle den Wahnsinn verfallen und dann, tja, da die so dem Schläfer angebetet haben, konnte der Schläfer die natürlich so derbst beeinflussen, dass die alle zu den Suchenden wurden. Ja, die uns jetzt alle meucheln wollten. Das waren alle früher Kumpanen, Novizen, was weiß ich, aus dem Sumpflager. Genau, ja. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Na gut, aber wir sind hier... Warte, vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden. Warum nicht? Hilfe kann nicht schaden. Na gut, dann... Ich muss gehen. Pass auf deinen Rücken auf. Ja, wir müssen jetzt wirklich gehen, denn die Folge ist schon wieder vorbei. In der nächsten Folge reden wir dann mit Garon nochmal. Der wird uns vielleicht auch noch was über die Drachen sagen können. Und dann machen wir uns dann auch wirklich auf zur Drachenjagd. Wir müssen wirklich immer so viel reden, deswegen, ja, tut mir leid. Aber, ja,
das war's dann. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.